UML-Aktivitätsdiagramme sind jetzt die Weiterentwicklung von Flowcharts hin zu einer umfassenderen Beschreibung von Software-Systemen, auch hinsichtlich der Eigenschaften moderner Software-Systeme, dass zum Beispiel eine nebenläufige Ausführung von einzelnen Funktionen möglich ist, dass gleichzeitig was ausgeführt werden kann. Das war in Flowcharts überhaupt noch nicht vorgesehen. Wir haben nur dieses Verzweigungskonstrukt. Wir können dort nicht abbilden, dass mehrere Sachen gleichzeitig oder unabhängig voneinander ausgeführt werden sollen. Modernen Software-Systemen haben wir genau diese Funktionalitäten zur Verfügung. Deswegen muss das auch in den Modellierungssprachen abgebildet werden. Es geht jetzt an dieser Stelle nicht darum, Aktivitätsdiagramme bis ins letzte Detail zu durchdringen. Wir werden uns Aktivitätsdiagramme eher einerseits hinsichtlich der Unterschiede zu den Flowcharts ansehen. Das heißt, welche Elemente sind dazugekommen, was bedeuten die? Und sie anschauen hinsichtlich des Wertes oder des Verständnisses, das sie uns für die Modellierung von organisationalen Abläufen bieten. Weil auch in Organisationen kann ich zum Beispiel Aktionen parallel ausführen, indem ich mehrere Ressourcen zuweise. Wenn ich mehrere Personen habe, die eine bestimmte Rolle ausführen können, dann können Aktivitäten parallel ausgeführt werden durch mehrere Personen. Eine Person kann immer nur eine Aktivität ausführen, das ist klar. Aber wenn ich in der Lage bin, einer organisationalen Rolle mehrere Personen zuzuweisen, weil es vielleicht für Sachbearbeiterstellen mehrere Personen gibt, die das durchführen können, dann kann ich auch mehrere Vorgänge gleichzeitig durchführen. Dementsprechend möchte man das auch in Prozessmodellen abbilden können. Und die Konstrukte, die man dazu dann in der Geschäftsprozessmodellierung braucht, die gibt's auch in UML-Aktivitätsdiagrammen und die werden wir uns ansehen. Schauen wir mal auf die grundlegenden Notationselemente zu Beginn. Das Aktivitätsdiagramm heißt Aktivitätsdiagramm, weil es Aktivitäten beschreibt. So viel ist einmal nicht überraschend. Wichtig ist zu verstehen, dass ein Aktivitätsdiagramm grundsätzlich eine Aktivität des Software-Systems beschreibt. Bedeutet, nicht die einzelnen Schritte sind die Aktivitäten, die nennt man nämlich Aktionen, werden wir dann gleich sehen. Die Aktivität ist der gesamte Ablauf, den wir abbilden. Also Aktivität ist das Übergeordnete und das kann man wiederum runterbrechen, Dekompositionsprinzip runterbrechen auf einzelne Aktionen. Es besteht dann, wenn man Software-Systeme modelliert, ist ja das sehr oft, dass man einen Input und einen Output haben, nur die Möglichkeit, da Parameter für Ein- und Ausgabe zu definieren. Das ist auch ein Konzept, das wir jetzt dann gleich sehen werden. Aktivitätsdiagramme im Gegensatz zu Flowcharts erlauben es nicht nur den Kontrollfluss, also den Programmablauf darzustellen, sondern auch den Datenfluss, also mitzudenken, wie sich die Daten durch den Prozess durchbewegen, welche Daten zwischen einzelnen Aktionen ausgetauscht werden müssen und wo wir unsere Schnittstellen nach außen haben, mit welchen Daten. Also das ist eine Dimension, die das Aktivitätsdiagramm dem Flowchart ebenfalls noch hinzufügt. So, also wir haben gesagt, Aktivität ist der gesamte Ablauf, der gesamte Prozess und der setzt sich einmal grundlegend zusammen aus einzelnen Aktionen. Diese einzelnen Aktionen sind durch Pfeile verbunden, die den Kontrollfluss angeben. Ich habe gerade gesagt, also nur genauso wie bei Flowcharts, ich habe gerade gesagt, man kann dann auch den Datenfluss mit angeben auf zwei unterschiedliche Arten, entweder so wie hier oben oder durch ein Kästchen, das Datenobjekt, das übermittelt wird, das ausgetauscht wird oder das von einer Aktion zu der nächsten geschickt wird, repräsentiert. Und genauso wiederum wie in Flowcharts, wenn es Bedingungen gibt, werden diese Bedingungen auf die Kante geschrieben. Weil Verzweigungen gibt es nach wie vor, werden wir gleich sehen, nämlich hier Entscheidungen, genau wie in Flowcharts, hier haben wir einen eingehenden Kontrollfluss und dann kommt es halt darauf an, welche Bedingung war es, in welche Richtung dass es weitergeht. Was hier explizit noch berücksichtigt ist, dass es auch Zusammenführungen geben kann. Bei Flowcharts sind die Pfeile einfach an einer Stelle zusammengeführt worden. Hier wird das explizit gemacht, also hier wird dieses
Element mit zwei eingehenden und nur einer ausgehenden Kante explizit zur Zusammenführung einer vorher aufgemachten Verzweigung verwendet. Damit wird es deutlicher, wo beginnt denn ein alternativer Weg und wo endet er wieder? Wo läuft es dann wieder auf einem einzelnen Weg weiter? An dieser Stelle findet man jetzt das erste fundamental neue Konzept und das ist das der Nebenläufigkeit. Wir haben vorher gerade die Entscheidung gehabt, also es geht entweder in die eine oder in die andere Richtung. Das Aktivitätsdiagramm lässt jetzt auch ein Splitting zu. Ein Splitting bedeutet, es geht in alle ausgehenden Zweige weiter und die dort enthaltenen Aktionen können unabhängig voneinander und parallel ausgeführt werden. Das Splitting-Element ist dieser vertikale Strich mit wieder einer eingehenden Kante und mehreren ausgehenden Kanten. Genauso gibt es dann den Synchronisationspunkt. Da führen wir wieder zusammen. Der ist jetzt an dieser Stelle wichtig, der hat eine ganz explizite Bedeutung, weil an dieser Stelle wird gewartet, bis alle eingehenden Zweige dort angekommen sind. Das heißt, erst wenn alle parallelen Zweige abgeschlossen sind, also auf jedem Weg beim Synchronisationspunkt angekommen wurde, geht's dann generell dahinter wieder weiter. Wir werden dann gleich ein Beispiel sehen, wo das deutlich wird. Diese Knoten, die kennzeichnen, wo denn der Prozess beginnt, in diesem Fall die Aktivität beginnt und wieder endet, die kennen wir bereits aus dem Flowchart, die finden wir hier ebenfalls wieder. Und zusätzlich gibt es hier nur so ansatzweise sowas wie ein Nachrichtensenden, in dem Fall nennt sich das Signal, wo ich also zwischen unterschiedlichen Stellen im Prozess, die vielleicht parallel laufen, eine Kommunikation aufziehen kann, indem ich sage, an dieser Stelle wird ein Signal gesendet und das wird an einer anderen Stelle empfangen und so kann ich zwischen Zweigen nochmal eine Abstimmung durchführen. Ist aber hier nur ansatzweise gedacht, das werden wir später dann in anderen Modellierungssprachen nur viel stärker sehen, nur viel elaborierter sehen. Wichtig als zusätzliches Konzept an dieser Stelle vor allem, also das ist das zentrale Erkenntnis hier, dieses Splitting-Element, dass ich parallele Zweige haben kann, die unabhängig voneinander ausgeführt werden und erst am Synchronisationspunkt wieder zusammengeführt werden, indem auf alle Zweige gewartet wird und dann wird wieder weitergegangen. So, schauen wir uns das an. Zeitereignis haben wir ebenfalls noch, ein Zeitereignis, damit würden wir jetzt abbilden können, dass irgendeine bestimmte Aktivität erst zu einem bestimmten Zeitpunkt angestoßen wird. Also so wird Aktivität üblicherweise einfach zu einem bestimmten Zeitpunkt startet, wenn eine bestimmte Benutzeraktion stattfindet, kann man es hier zeitgesteuert auslösen und dann die Abarbeitung durchführen. So, unser erstes Beispiel. Mal die Punkte an dieser Stelle ignorieren, die kennzeichnen nur, welchen Weg durch den Prozess genommen wurde. Das ist ein sogenanntes Token. Damit kann ich eben in einem Aktivitätsdiagramm kennzeichnen, wenn ich dann auf eine konkrete Ausführung schaue, welchen Weg durch das Programm haben wir denn genommen, was ist denn alles schon ausgeführt und was nicht. An dieser Stelle würden wir hier beginnen. Es geht dann weiter mit A1, das ist ausgeführt und dann kommen wir zu so einem Splitting-Punkt, das heißt P1 und P2 können jetzt parallel ausgeführt werden. Die werden ausgeführt, entweder parallel oder hintereinander. Es spielt keine Rolle. Wenn P1 und P2 die gleichen Ressourcen benötigen, zum Beispiel einen Drucker, dann können die natürlich nicht parallel ausgeführt werden. Splitting heißt aber nur, die beiden sind unabhängig. Sie könnten grundsätzlich parallel ausgeführt werden. In Wirklichkeit ist aber das einzige Constraint, es ist uns egal, welches zuerst ausgeführt wird. Wir können aber erst weitergehen und jetzt kommen wir zu dem Synchronisationspunkt, wenn beide fertig sind. Das ist jetzt der wichtige Punkt. Wenn genügend Ressourcen vorhanden sind, können wir P1 und P2 parallel ausführen. Kein Problem. Wenn Ressourcenengpass herrscht, können wir es hintereinander ausführen. Es macht aber dann nichts, ob P2 vorher kommt, P1 vorher kommt. Weitergehen tun wir erst, wenn beim Synchronisationspunkt beide Tokens vorhanden sind, das heißt beide Aktionen ausgeführt wurden.
Wenn das der Fall ist, dann geht es weiter mit A2 und dann endet der Prozess. Also das ist die Semantik hinter diesem Splitting- und Synchronisationspunkt und der fundamentale Unterschied zu Flowcharts. Und das braucht man, habe ich vorher erwähnt, auch in organisationalen Kontexten, weil es immer wieder Aktivitäten gibt, die voneinander unabhängig sind, die parallel ausgeführt werden können, denen ich zusätzliche Ressourcen zuweisen kann und dadurch die Durchlaufzeit verkürzen kann. Wenn ich nur eine Ressource habe, dann muss P1 und P2 halt trotzdem hintereinander ausgeführt werden. Die Reihenfolge ist aber egal. Wenn ich genügend Ressourcen habe, kann ich es parallel ausführen und insgesamt dauert es dann kürzer. Also ich kann meinen Prozess effizienter ausführen. Deswegen sollte man dieses Splitting-Potenzial nach Möglichkeit nutzen und sich immer gut überlegen, ist eine Aktion tatsächlich von einer anderen abhängig, ja, und das dann hintereinander mit Pfeilen anordnen, oder sind die eigentlich voneinander unabhängig und können deswegen in synchronen ausgeführten, also in parallel ausgeführten Zweigen angeordnet werden. Je mehr solche Fälle ich habe, desto stärker ist das Optimierungspotenzial des Prozesses durch zusätzliche Ressourcen. Ja, weil je mehr Ressourcen ich habe, desto mehr kann ich dann in solchen parallelen Zweigen auch wirklich parallel tatsächlich ausführen. So, das war es aber noch nicht in Aktivitätsdiagrammen. Es gibt noch weitere Notationselemente, die wir uns anschauen können oder müssen. Ich habe vorhin schon bei den Flowcharts erwähnt. Flowcharts sind einmal grundsätzlich ignorant dem gegenüber, wer denn für eine Aktion oder für eine Aktivität verantwortlich ist. In Aktivitätsdiagrammen kann man, kann man eine Verantwortungsdimension mit einführen, also das Wer mit abbilden. Und man macht das in Flowcharts mit sogenannten Swimlanes. Das heißt, das Notationselement ist im Wesentlichen eine tabellenartige Struktur, die den Modellierungsbereich in unterschiedliche Lanes, also Pfade, ob die jetzt vertikal oder horizontal gestellt sind, ist dann irrelevant, unterteilt, und die einzelnen Aktionen werden dann in diesen Swimlanes platziert, und je nachdem, wo sie platziert sind, ist gekennzeichnet, wer dafür verantwortlich ist. Also im konkreten Fall haben wir die Partition 1 und die Partition 2 und die Aktivität 1 und 3, die liegen im Verantwortungsbereich der Partition 1, also jene Softwarekomponente oder im organisationalen Bereich, jener organisationalen Rolle, die in Partition 1 zugeordnet ist, und die Partition 2 hat die Verantwortung für die Aktion Nummer 2. Relativ straightforward, und so kann man als nochmal darüberliegende Strukturierung eines Aktivitätsdiagramms die Wehrdimension abbilden. Und den gleichen Mechanismus werden wir bei BPMN in der Geschäftsprozessmodellierung wiederfinden. Auch dort legen wir Swimlanes über den Prozess, um zu kennzeichnen, wer ist denn für welche Tasks dann in diesem Fall verantwortlich. Ein weiterer Mechanismus, den wir hier explizit haben, in den Flowcharts haben wir es implizit mit diesen, also nur halb implizit mit den Unterprogrammen gehabt. Hier gibt es die Möglichkeit, Aktionen zu verfeinern, also Aktivitäten zu schachteln. Also wieder diese Hierarchisierung, das Verfeinern bzw. das Abstrahieren von Aktivitäten explizit abzubilden, indem ich sage, okay, S1, die Aktion S1, die bekommt da diesen kleinen Marker dazu. Das bedeutet, da gibt es nur zusätzliche Informationen. Da ist an irgendeiner Stelle zusätzlich noch beschrieben, was da drinnen passiert. Das ist U1 und U2. Und U1 und U2 sind wiederum in einem separaten Aktivitätsdiagramm angeordnet. Also was hier herunten detailliert ist, ist ein Aktivitätsdiagramm für sich. S1 ist jetzt eine Aktivität und die ist eingebettet in die Aktion S1, die mit diesem Marker versehen ist. So kann diese Hierarchisierung, die Konkretisierung, die Dekomposition bzw. die Abstraktion in Aktivitätsdiagrammen abgebildet werden. Das würde man natürlich in einem Diagramm dann meistens nicht mit diesen Strichen machen, sondern irgendwo an einer Stelle eben kennzeichnen, da gibt es Zusatzinformationen, und auf einem separaten Blatt vielleicht S1 dann abzeichnen, also ohne diese Striche, weil das wird dann erst recht wieder
unübersichtlich, wenn man das dann direkt immer vor Ort gleich einzeichnet. So, was dann in Aktivitätsdiagrammen, da kommt jetzt die Software-Dimension wieder zum Tragen, noch möglich ist, ist externe Abhängigkeiten darzustellen. Im Aktivitätsdiagramm nach UML würden wir ja üblicherweise das Verhalten des technischen Systems darstellen. Wir können uns erinnern, in Flowcharts haben wir dieses Ein-Ausgabe-Element gehabt. Das ist das Parallelogramm, also das schräg gestellte Rechteck, wo wir beschreiben konnten, hier findet Benutzerinteraktion statt. Das gibt es im Aktivitätsdiagramm in dieser Form nicht. Dafür kann ich externe Akteure anbinden. Also ich kann sagen, für eine Aktion Karte auflegen, wir werden uns das Beispiel dann gleich ansehen, gibt es eine externe Abhängigkeit, da brauchen wir einen Studierenden dazu, der das macht, und dann geht es mit dem Systemverhalten erst weiter. So, nehmen wir genau dieses Beispiel vielleicht her. Es geht um ein Bezahlsystem in der Mensa. Also wir wollen unser Essen bezahlen und haben dementsprechend ein System, das das macht oder das erlaubt, und externe Akteure, nämlich Studierende, die bezahlen wollen, und an dieser Stelle nicht wirklich sauber gegendert, die Kassenfrau, also die Person, die an der Kasse sitzt und dafür zuständig ist, das Essen einzutippen. Das sind unsere, das Essen abzurechnen. Das sind unsere externen Akteure. Wir beschreiben das Verhalten des technischen Systems, nicht das Verhalten der beiden externen Akteure. Und was wir sehen, ist, dass da unterschiedliche Aktionen durchgeführt werden müssen. Es gibt einerseits, oder dass es einmal unterschiedliche Partitionen gibt, unterschiedliche Systemkomponenten, die zusammenspielen müssen. Das ist die Kasse, das ist der Kartenleser, also wir sprechen von einer kartenbasierten Bezahlung, so wie wir es aus unserer Mensa kennen. Und es gibt das Kassendisplay, wo die Sachen dann wieder zusammenlaufen. Einerseits muss in der Kasse einmal das Essen eingetippt werden. Unabhängig davon, ja, unser Prozess hat zwei Startpunkte, wie wir hier erkennen, unabhängig davon kann der Studierende bereits seine Bezahlkarte auflegen und das System kann die Karte lesen. Am Display wird dann einerseits, wenn das Essen eingetippt ist, der zu bezahlende Betrag aufscheinen, andererseits, sobald die Karte gelesen ist, der Guthabensbetrag aufscheinen. Dann kommen wir zu einem Synchronisationspunkt. Das heißt, weitergehen kann es nur dann, wenn beide Aktivitäten abgeschlossen sind. Das heißt, wenn sowohl die Karte aufgelegt ist, als auch das Essen bereits eingetippt ist. Dann können wir vergleichen, ob das der zu bezahlende Betrag wirklich niedriger ist als das, was auf der Karte noch drauf ist, und entscheiden, ob das Geld reicht oder nicht reicht. Wenn das Geld reicht, also hier haben wir so einen Entscheidungspunkt, wenn das Geld reicht, dann wird der Betrag abgebucht von der Karte und die Karte kann entnommen werden. Wenn das Geld nicht reicht, dann braucht man am Display eine Anzeige, dass die Karte aufgeladen werden muss und der Bezahlvorgang wird storniert. Das heißt, man kann nicht bezahlen in diesem Fall, das System unterstützt es nicht. Ein alternatives Verhalten wäre natürlich, dass man dann mit Bargeld bezahlen kann, ist hier nicht abgebildet. Also das System, das wir hier modellieren, kann das nicht. Dementsprechend ist nur noch in der Kasse der Vorgang zu stornieren. Wir würden den Studierenden also jetzt außerhalb dieses Modells aufladen schicken und dann einen neuen Bezahlvorgang starten. Das Aufladen wiederum, zweites Beispiel, das wir drinnen haben, ist jetzt ohne Partitionen dargestellt. Ja, also es geht nur um das Aufladen der Karte. Das funktioniert mit einer Systemkomponente, nämlich mit dem Aufladesystem. In dieses Aufladesystem muss ein Studierender, den haben wir auch hier wieder, die Karte reinschieben in den Kartenleser. Dann wird die Karte ausgelesen. Den Betrag, der da drauf geladen ist, können wir anzeigen. Und dann ist die Frage, dann kommt es offensichtlich zu einer Benutzerinteraktion. Die Frage ist, ist es dann ausreichend? Okay, dann entnehmen wir die Karte wieder. Oder
ist zu wenig drauf, dann muss die Karte aufgeladen werden. Das Kartenaufladen funktioniert in diesem Fall durch das Einlegen von Bargeld. Also man kennt diese Bezahlautomaten, wo man Bargeld reinschieben kann. Studierende wird also den Schein einlegen. Das System wird den Schein einziehen. Dann prüfen wir den Schein, ob der nicht gefälscht ist. Wenn der Schein okay ist, dann speichern wir diesen Betrag auf der Karte ab. Wenn er unecht ist, wird der Schein wieder ausgeworfen und der Studierende muss ihn entnehmen. Was wir jetzt hier haben, ist wiederum eine Schleife. Also wir gehen hier im Programmverlauf wieder nach oben. Schauen, wir kommen hier wieder zur Betragsanzeige. Das heißt, was jetzt passiert, ist, dass der aktualisierte Betrag, die Aufladung, der aufgeladene Betrag angezeigt wird. Und wir wiederum prüfen können, haben wir jetzt genug Geld, dann entnehmen wir, oder es ist immer noch zu wenig, dann legen wir einen weiteren Schein ein. Und das wird so lange wiederholt, bis nach der Betragsanzeige da bei dieser Verzweigung die OK-Aktion aktiviert wird. Dann entnehmen wir die Karte und dann sind wir fertig. Genau. Das ist ganz grundlegend einmal die Verwendung von Aktivitätsdiagrammen. Also wiederum Abbildung von Abläufen. Im Beispiel hat man jetzt den Datenfluss nicht mit drinnen. Also wir haben uns wirklich auf die Aktionen konzentriert. Es gibt die Möglichkeit, Abläufe parallel auszuführen, sehen wir hier. Und mit diesem Synchronisationspunkt dann aufeinander zu warten und dann erst weiterzugehen, wenn alle soweit sind. Es gibt die Möglichkeit, die Verantwortlichkeiten abzubilden, indem man mehrere Swimlanes abbilden und die Aktionen diesen Lanes zuordnen. Und es gibt die Möglichkeit, das haben wir zum Beispiel nicht drinnen gehabt, nur mal zu verfeinern, also zu sagen, ich habe eine Aktion und an irgendeiner anderen Stelle detailliere ich nur mal, wie diese Aktion durchzuführen ist, wiederum mit einem separaten Aktivitätsdiagramm. Gut, also zum Merken, im Gegensatz zu Flowcharts haben wir hier jetzt die Parallelisierung drinnen, haben wir die Wehrdimension mit drinnen und hätten wir die Möglichkeit, auch Daten abzubilden. Alle drei Elemente werden wir in der Geschäftsprozessmodellierung brauchen und werden wir auch in der BPMN wiederfinden. Dementsprechend wichtig, sich das in Erinnerung zu rufen. Der Mechanismus Schleifen abzubilden, haben wir jetzt im zweiten Beispiel gesehen, ist genau der gleiche wie in Flowcharts, nämlich dass man nach einer Entscheidung wieder an eine frühere Stelle im Prozess zurückspringen und Aktionen wiederholt ausführen. So viel einmal zur Einführung in die Prozessmodellierung. Das sind die Grundelemente, die wir dazu brauchen. Alles Weitere hilft uns nur dabei, komplexere Abläufe abzubilden. Grundsätzlich sind das die Elemente, mit denen wir auskommen werden. Im nächsten Thema schauen wir uns jetzt noch die Kommunikationsmodellierung an, bevor wir dann in den Themenbereichen 3 und 4 das weiter detaillieren werden und uns die dezidierten Modellierungssprachen für organisationale Phänomene ansehen.